Rick kommentiert dumme Kacke aus dem Internet. Leute, die Welt brennt. Also Brüssel hat buchstäblich gebrannt, nachdem Querdenker-Proteste völlig aus dem Ruder gelaufen sind, wie überall. Und Corona verbreitet sich dank Omikron in ganz Deutschland, in ganz Europa. Was auch der Grund ist, warum ich hier alleine bin. Russland bereitet eine Invasion auf die Ukraine vor. Die Wirtschaft ist wie immer irgendwie an Kollabieren und doch nicht und... Das ist alles Ablenkung vom wahren Problem. Das gehört alles zum Plan der linksgrün versifften Antifanten. Denn die haben ein anderes Ziel, ein viel wichtigeres Ziel. Diese Menschen, diese Monster, möchten unsere Animations- und Comicfiguren unfassbar machen. Ja, ihr habt richtig gehört. Die möchten uns jeglicher erotischen Fantasien beklauen, bis wir lustlose Sklaven im Kommunismus sind. Ohne jegliche Träume und Hoffnung. Das ist der wahre Plan der Linken. Und das nächste Opfer dieser knallharten Agenda sind unsere heißgeliebten M&M-Marketing-Figuren. Denn ja, ich sitze hier alleine im Büro und brüll rum über fixbare M&Ms. Also darum geht's heute. Yay. Yeah. Mars, nicht der Planet, also die Firma hat angekündigt, dass sie die M&M-Marketing-Figuren überarbeiten für mehr Gender-Repräsentation und Diversität. Das ist ja auch wichtig und richtig, denn ich finde, jeder sollte sich von diesen 6 kannibalistischen Schokofiguren irgendwie repräsentiert fühlen. Ich meine, die Werbung ist schon immer ein bisschen merkwürdig, wenn die sich da irgendwie gegenseitig essen oder gibt es nicht irgendwie so ein Bild, wo sie so eine M&M auseinandernehmen und auseinanderziehen. Dinge, über die man nicht so viel nachdenken sollte, wenn Süßigkeiten lebendig werden. Ich meine, Feministen waren ja schon jahrelang sauer wegen der Übersexualisierung des grünen M&Ms. Es ist ein weibliches M&M, also ist es die M&M oder das M&M? Kann man ein M&M misgendern? Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum kündigt das M&M an, als wäre das jetzt irgendwie so ein krasses Ding, anstatt es einfach zu machen? Und warum gehen Leute drauf ein, als wäre das irgendwie relevant? Dann lasst mich euch das erklären oder lasst euch das von jemand anderen erklären, der das viel besser überbringen kann. Und zwar der einzig wahre Tucker Carlson von Fox News USA. Brown M&M has, quote, transitioned from high stilettos to lower block heels. Also less sexy. That's progress. M&Ms will not be satisfied until every last cartoon character is deeply unappealing and totally androgynous. Until the moment you wouldn't want to have a drink with any one of them. That's the goal. When you're totally turned off, we've achieved equity. They've won. Ihr seid gewarnt. Irgendwann in der Zukunft guckt ihr euch um und nichts ist mehr f***bar. Alles ist einfach nur noch so. Ich meine, guckt euch das grüne M&M jetzt an. Ist einfach, oh Gott. Boah, nee. Das willst du nicht lutschen, ne? Während früher, also, boah. Falls ihr euch fragt, was anders ist, also die Schuhe. Ich glaube, es sind nur die Schuhe, die anders sind. Ich schlage weltweite M&M-Boykotts vor, weil wir müssen das stoppen und wieder rückgängig machen. Ich meine, worauf soll ich mir jetzt noch einwichsen? Und es ist ja nicht nur M&Ms, ne? Ich meine, letztes Jahr haben wir uns alle definitiv aufs Remake von Space Jam gefreut. Also Space Jams, ist es ein Remake? Ist es eine Fortsetzung? Irrelevant. Wenn irgendetwas, eine Fortsetzung, Remake, was auch immer brauchte, war es auf jeden Fall Space Jam. Doch dann gab es das große Entsetzen, als das Design von Lola Bunny enthüllt wurde. Lola Bunny hat in Space Jam 2 keine Brüste. Ich meine, könnt ihr euch das vorstellen? Ein Hase ohne Brüste? Ich meine, wie soll man denn dann als Mensch wissen, dass es ein weiblicher Hase ist? Ich meine... Komm, Steven, weg, werden die wichtigen Themen angesprochen. Und ja, Leute waren tatsächlich sauer. Also Leute haben sich wirklich im Internet darüber aufgeregt, dass ein Hase in einem Kinder-Animations-Zeichentrickfilm, ist es Animation oder Zeichentrick? Ich weiß gar nicht. Weniger sexualisiert gezeichnet wird. Ich meine, ey, wenn ihr auf Lola Bunny steht oder auch was auch immer, dann no King-Shaming. Ich weiß, dass es da Seiten im Internet gibt, die euch gefallen werden. Das klingt so, als würde ich auf diesen Seiten sein. Ha. Bin ich aber nicht. Ich weiß aber trotzdem, dass sie existieren. Ich meine, es ist ja okay, dass Familienanimationsfilme Elemente in ihre Filme einbringen, die eher auch an Erwachsene gerichtet sind, damit die auch irgendwie unterhalten werden, weil die ja allgemein einen anderen Humor haben als Kinder. Aber ich weiß nicht, ob dieser Part etwas sein muss, der dazu führt, dass Leute zwischendurch auf Klo rennen, um sich auf einen Hasen einzuwichsen. Ich meine, es ist eh bei Animationsfilmen sehr, sehr, sehr merkwürdig, wie immer radikal überzeichnet werden muss, welche Geschlechter das Tier hat. Also nehmen wir männlicher Wolf versus weiblicher Wolf oder noch schlimmer, weiblicher Vogel versus männlicher Vogel. Ich meine, Säugetiere haben prinzipiell ja Brüste, Euter. Ich glaube, man redet nicht von Brüsten, oder? Ich meine, sie produzieren Milch. Die haben nicht wirklich
Brüste. Ich glaube, hat irgendein Tier Brüste wie ein Mensch? Weil ich meine, Schimpansen und Affen haben das an derselben Position, aber die entwickeln sich, glaube ich, nicht so aus wie bei Menschen. Aber Vögel haben definitiv keine Titten. Vögel kotzen ihren Kindern in den Mund, was fucking badass ist. Und vielleicht auch nicht unbedingt das, was du in einem Kinderfilm zeigen willst, obwohl es irgendwie lustig wäre. Aber ja, Brüste an Vögeln sind sehr, sehr merkwürdig. Sehr, 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 sehr... Nein, sehr nein. Aber neben Brüste kommen ja meistens noch völlig überdimensionale Hüften dazu oder allgemein diese... Ich will gerade Sackgassenform sagen. Was geht mit meinem Kopf? Also allgemein diese Sanduhrform. Dazu natürlich Wimpern. Das ist ja der Klassiker. Wie macht man etwas weiblich? Du machst halt krasse Wimpern da, weil Männer haben keine Wimpern, das haben nur Frauen und Tiere haben allgemein krasse Wimpern. Das ist ja auch so ein Ding, was total verbreitet ist in der Tierwelt. Wimpern, alle haben Wimpern, ne? Also alle weiblichen Wesen, weibliche Ratten, weibliche Kakerlaken haben alle Wimpern. Und natürlich überdimensional große Augen, wovon ja auch menschliche Figuren nicht bewahrt sind. Das ist ja immer so merkwürdig in Disney-Filmen, dass die weiblichen Figuren haben immer so eine Riesenaugen und die Männer haben immer so, also nicht. Nicht alle haben so eine ganz kleine, aber die Männer haben immer kleinere Augen. Aber ja, wie dem auch sei, der Plan der Linken geht auf. Es sind ja nicht nur Tieranimationsfilme. RPGs sind ja schon länger davon betroffen. Rüstungen in RPGs sind ja seit einiger Zeit immer weniger mehr Bikinis. Ja, es ist schrecklich, dass die Kriegerin dann auch tatsächlich eine richtige Ritterrüstung anhat und keinen sexy Slip und Tanga. Oder weibliche Figuren, die einfach nur sexy Beiwerk sind, ohne jeglichen Charakter, wie jede Frau in einem Michael Bay-Film, werden dann doch auch ein bisschen weniger. Obwohl jetzt Michael Bay-Filme jetzt auch nicht gerade die tollsten männlichen Charaktere haben, weil ehrlich gesagt, der extrem gut aussehende und muskulöse Dad, der aufgrund seines Jobs oder seiner Karriere seine Familie vernachlässigt hat und jetzt die Liebe seiner Tochter zurückgewinnen muss, indem er unzählige Menschen tötet oder ein anderes x-beliebiges Abenteuer erlebt, geht mir auch ein bisschen auf den Sack. Hätte ich auch gerne ein bisschen mehr Tiefe in einem Charakter. Aber ja, die sollte ich wahrscheinlich nicht in einem Michael Bay-Film suchen. Man muss aber natürlich diese ganzen Diskussionen auch erwähnen, was oft sehr untergeht. Es ist ja am Ende die Entscheidung des Künstlers, einen Charakter so zu gestalten, wie er sie möchte. Und wenn man einen Charakter sexy gestalten möchte, dann kann man das ja tun. Und es ist ja auch nicht unbedingt unpassend, auch wenn es manchmal etwas random ist. Ich persönlich finde es sehr lustig, wenn du in Resident Evil 4 im Outerback Spaniens umzingelt von parasitär befallenen Zombie-Monster-Menschen bist und plötzlich Ada Wong im sexy Abendkleid kommt und dir den Arsch rettet. Es passt zu den überzogenen Figuren von Resident Evil. Gut, das ist auch ein Spiel ab 18. Und was auch oft vergessen wird, manche männliche Figuren sind auch ziemlich sexy gestaltet. Ich meine, hey, oh my man, Leon Kennedy, oh, oh, oh. Oder Lewis, oh, oh, oh. Oder Ramon Salazar, oh, 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 oh. Ei, ei, ei. Obwohl, ich finde, sie haben ein bisschen übertrieben beim freischaltbaren Skin von Ashley. Also, ich meine, guckt euch das an. Also, ich meine, das ist schon ein bisschen too much. Leider ist diese Art von Dessous sehr teuer. Sonst hätte ich das auch schon gekauft. Gut, es ist natürlich ein kleiner Unterschied, ob es sich um einen Kinderanimationsfilm handelt oder um ein Spiel, was ab 18 ist, wo du gegen Zombie-Armeen kämpfst und das allgemein jetzt ein bisschen expliziteren Content hat in auch andere Richtungen. Aber genauso wie es Leute gibt, die sich merkwürdig sehr darüber beschweren, dass Sachen entsexualisiert werden, gibt es Leute, die sich sehr merkwürdig darüber beschweren, wenn Sachen irgendwie sexy gestaltet werden. Also Leute, die es einfach lieben, sich über Dinge im Internet aufzuregen. So wie Künstler das Recht haben, ihre Charakter so zu gestalten, die sie gerne möchten, haben auch natürlich Konsumenten das Recht, diese Kunst scheiße zu finden. Nur merkwürdig wird es dann, wenn sie anfangen, diese Kunst zu fixen. Das ist auch ein Phänomen im Internet tatsächlich, dass Leute Kunst von anderen nehmen und die fixen, also entsexualisieren nach dem Motto, ich hab deine Kunst besser gemacht. Ich, der Konsument, habe entschieden, wie deine Kunst sein soll. Was ich persönlich ziemlich unhöflich finde. Aber das ist halt die lustige Spirale des Internets. Irgendwie haben sich Leute vielleicht auch zu Recht darüber beschwert, dass Sachen zu sexualisiert sind. Aber dann kamen natürlich andere Leute, die sich darüber beschwert haben, dass Dinge entsexualisiert werden und die treiben sich halt irgendwie in irgendeine Richtung und die bauschen sich halt gegenseitig auf, was dazu geführt hat, dass wir jetzt ein Segment bei Fox News haben, wo sich Tucker Carlson darüber beschwert, dass M&Ms weniger sexualisiert werden. Willkommen im 21. Jahrhundert. Willkommen bei 2022. Ich finde auf jeden Fall, das Thema zeigt, dass es mit der Menschheit vorwärts geht. Ich meine, wenn wir Zeit haben, über sexy M&M's zu reden, dann können die anderen Probleme ja nicht so schlimm sein. Und wenn ihr Zeit habt, ein Video anzugucken, was ihr jetzt ja fast durchgeguckt habt, in dem es um sexy M&M's geht, dann, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht so richtig, was das Fazit dieses Videos ist, außer dass Tiere keine Titten haben und vielleicht nicht sexualisiert werden sollten, aber sexy Content jetzt prinzipiell nicht schlimm ist. Ich werde jetzt nach Hause gehen und meine Frau überreden, eine Ritterrüstung anzuziehen. Und ihr könnt in die Kommentare schreiben, welches M&M ihr am liebsten ficken wollen würdet. Das Blaue, das Grüne, das Braun, Rot, welche, ich weiß nicht mal, welche Farben die haben, ist mir auch relativ egal. Googelt es und schreibt es dann in die Kommentare. Tschüss.